Hallo liebe Freunde, eine neue Folge von Live in der Werkstatt. Heute gucken wir einmal ein bisschen nach dem Dreck, der auf dem Boden liegt, nach dem Gerümpel, was auf der Werkbank liegt und räumen gemeinsam ein klein bisschen auf. Viel Spaß! Ja, bei mir ist es so ein bisschen die Tür reingelaufen. Hier ist ein Betonboden drunter und der ist, ich sag mal, nicht ganz so eben. Und die tiefste Stelle, habe ich gerade festgestellt, ist da hinten in der Ecke unter der Werkbank. Und die flachste Stelle ist da bei der Tür. Da ist auch schön Nordwesten. Ja, und da hat es jetzt zwei Tage bei diesem schüttenden Regen fröhlich reingeregnet, so dass ich hier so einen halben Zentimeter Wasser drin stehen hatte, was zum Glück ja das meiste habe und gut hier in keiner Weise benachteiligt hatte. Also bis jetzt kann ich, außer ein paar Pappkartons, habe ich jetzt bis jetzt hier noch keine Verluste erlebt. Und da bin ich ja wirklich, muss ich sagen, glücklich und dankbar. Das ist zwar jetzt hier alles so ein bisschen feucht und ihr seht, ich habe überall die Türen aufstehen und Schubladen auf und hier liegt ganz viel Gerümpel rum, was vorher in den Schubladen war. Das muss jetzt einfach ausdunsten und trocknen. Das kriege ich aber hier tatsächlich, da gehe ich jetzt von aus, mit ein bisschen Lüften und offen hin. Das ist jetzt in keinster Weise irgendein Trost für die Armen, die jetzt hier richtig betroffen wurden. Da kann man jetzt aber im Prinzip nichts zu sagen. Das sind alles hohle Worte, das spare ich mir. Außer, dass ich jetzt hier tatsächlich Glück gehabt habe. Und das ist jetzt wirklich nicht assi gemeint, sondern einfach, ich freue mich darüber, dass ich Glück gehabt habe. So, jetzt versuche ich mal so ein bisschen das Zeug nochmal einzuräumen. Hier ist der alte Winkelschleifer, den gehe ich jetzt mal die Weste auseinanderbauen. Der ist ungefähr so alt wie ich. Ja, nicht ganz, aber knapp davor und hat jetzt endgültig den Geist aufgegeben. Ich habe jetzt einen neuen gekauft. Ich brauche ihn zum Glück nicht riesig häufig. Komma, aber Stichwort haben ist besser als brauchen. Du kommst so gerne in den Müll. Da wird es bald mal ein bisschen Müllentsorgung geben. Neu gekauft habe ich mir, aber vielleicht stelle ich das demnächst in der Werkzeugvorstellung vor. Auf die Frage. Nee, das sage ich nicht laut. Nee. So, Abschrauben. Man merkt, diese Kästen sind nicht dafür gedacht, die gesamte Scheibe zu verstauen, aber hier geht es gerade noch zumindest diagonal. Also, ich hatte jetzt ja alles ausgeräumt gehabt, um mal zu gucken, wo man sagen muss, hier vorne. Zumindest die unteren Ebenen sind trocken geblieben, es ist halt alles da drunter gelaufen. Deswegen riecht es hier gerade so ein bisschen gammelig. So. Nur noch der. Gut. Dann mal ein bisschen auf- und einräumen. Ich mache es mal gleich im Zeitraffer. Ja. Ich hasse das. Also wenn man, ich bin jetzt froh, dass mittlerweile überhaupt in dieser Werkstatt hier alles seinen Platz hat. Und dann war das gerade so weit, und dann habe ich natürlich wieder alles ausräumen müssen. Was war hier drin? Jo, passt. Das waren die ganzen. Und die habe ich mir am meisten Sorgen gemacht. Diese waren nämlich ganz unten drin. Das sind meine ganzen kleinen Stech- und Schnitzbeitelchen. Die scheinen es aber, sind immer noch nass, die scheinen es aber zumindest insofern überlebt zu haben. Ja, das ist alles Müll, 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 Müll. Sowas ist praktisch. Das ist so eine Gehrungssäge, so eine kleine Handsäge mit einstellbaren Winkeln. Sicherlich mehr als doppelt so alt wie ich, die ist, vielleicht ganz so alt nicht, aber die ist von dem Großvater meiner Frau und die eignet sich sicherlich nicht für richtig große Sachen, aber das ist ein schönes, kleines, scharfes Gerät, dass man damit wirklich echt sorgfältige Kleinigkeiten machen kann, wenn man bei Gelegenheit mal etwas anderen Karton für organisieren. Der ist auch ein bisschen sehr groß und der ist aus Pappe und fällt auseinander. Aber sonst.
schönes Ding hier. Gewindeschneider für Holzgewinde. Der wird uns in einer der nächsten Episoden definitiv auch begleiten, wenn wir weiter am Löffelholzschraubstock arbeiten. So, was haben wir hier? Wo wird denn der rein? Ist das einer von denen? Ich glaube ja. Endlich mal neue Bohrer geholt. Die alten hatten dann doch irgendwann maßgeblich nicht den Geist aufgegeben, aber es waren derer nicht mehr so viele. Und je nach da, ich habe euch größenmäßig sortiert. So, weg. Den Müll. Die sind alle. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier gerade weggeworfen habe. Sah nur so aus. Hatte gerade befürchtet, ich habe eine Packung Bohrer in der Gegend verteilt. War aber nicht so. Ich hoffe, dass mir der Scheiß hier nicht anfängt zu gammeln. Da kommt es nämlich jetzt echt nicht mehr runter. So. Das ist ein schönes What to do in the workshop. Silberlot. Schöner kleiner Brenner für die normalen Standardkartuschen. Die hat mir der Jens mal gegeben. Ja, sehe ich gerade, ich brauche neues Gas, wenn ich viel noch löten möchte. So, was haben wir noch? Blechschere. Kleines, einfaches Modell, Hausmarke eines größeren Baumarktkonzerns. Für die Kleinigkeiten hier sowieso in Ordnung. Und auch die etwas schwereren Sachen kriegt man damit eigentlich ganz gut gesägt. Ja, Feuerzeug. So, dann Hämmer, noch mehr Hämmer und noch mehr Hämmer. Das sind fast schon mehr Hämmer, als ich hier haben kann. Stand hier nicht nur einer? Genau. Alle Schlosser lachen jetzt, der größte Hammer, den ich habe. Sagt er, boah, krass, ganzes Kilo. Ist für meine zarten Mädchenhandgelenke eigentlich schon zu viel. Also den benutze ich 2-3 Mal, dann bin ich schon wieder halb erschöpft. So, das sind alles mögliche andere Hämmer, vor allen Dingen meine historischen Hämmer. Und noch 2-3 moderne. Ach, muss ich mal auf Dauer gucken, wo ich die unterbringe. Viel mehr Platz wird hier allmählich nicht mehr. Ich stelle sie erstmal hier drauf. Vielleicht muss da nochmal irgendwie ein extra Halter dran. Wir werden sehen. So, Schreibkram. Der gehört hier aber nicht hin, der kommt ins Haus. Aber das hier ist mein kleines Büchlein. Das hier sind Ersatzbleistifte. Denn Bleistifte habe ich nie. So, hier kommt man hier rein. Und irgendwo hatte ich hier sogar einen Anspitzer. Na, finde ich wohl. Bügelsäge, Standardgerät mit aber ganz, ja, ihr seht es, da kannst du nach Köln mit reiten. Das war irgendwie noch in Corona-Zeiten. Na, da habe ich mir mal so einen Haufen Bilge-Sägeblätter gekauft, die tatsächlich sogar ein bisschen teurer waren als die, die ich sonst kaufe. Da kaufe ich die immer von einem Werkzeughandel meines Vertrauens, davon die Hausmarke. Da stecken halt immer so, ich sag mal in Anführungszeichen, die großen Marken stecken bei denen hinter den Hausmarken hinter. Und, Filzstifte. Die großen Marken stecken bei denen hinter den Hausmarken hinter. Aber die nennen die natürlich nicht so. Tatsächlich die wenigen richtigen Original-Knipex-Zangen, die ich besitze. Die paar modernen hier vorne. Man muss aber sagen, also bei den modernen Zangen lohnt sich die Qualität tatsächlich. Also das ist schon hier sowas hier, die ganz alten. So mindestens 50 Jahre alt, besser älter. Die haben auch Qualität, aber das dazwischen, das ist irgendwie, ja, nicht so viel. Was haben wir hier drin? Ah, noch ein paar Niete. Wir haben hier Schlägerbeutel. Die habe ich mir irgendwann mal diese Beutel gemacht. Genau für sowas, ja. Und da sitzen seitdem Niete drin. Aber die hingen hier, glaube ich, immer dran, ja. So.
Gehörschutz braucht man. Meine Frau wirft mir immer vor, ich benutze den viel zu selten. Das stimmt aber gar nicht. Ich benutze ihn tatsächlich, ich will nicht sagen immer, aber doch sehr häufig. Hier, uraltes Streichmaß. Das benutze ich eigentlich nur noch zum Rohr abschieben und andere Metall für Holz. Dafür mache ich zu wenig Holz. So, was haben wir noch? Ah, die mache ich hier mal zu zum Auslüften. Das musst du nachher machen, das geht mir im Weg. Ja, hier vorne meine Türen. Also das hier vorne war die einzige wirklich funktionierende, na, für mich funktionierende Ecklösung, sagen wir es mal so. So, um da drunter was hinzuschieben. Schön ist es nicht von der Lösung her, aber es funktioniert. So, kleines Kästchen. Was habe ich da immer drin? Das war jetzt blöd. Ich hoffe, ihr habt es nicht gesehen in der Ecke. Ein offenes Lederfutteral mit Ersatznadelknöpfen, was ich gerade verkehrt rum hochgehoben habe. Ach, oh, meine Güte. Was mich aber auch zu dem Punkt bringt. Ach, Scheiße. Was mich aber auch zu dem Punkt bringt, dass ich immer nachbestellen muss. So, ihr habt mich gerade Fluch gehört. Ah, ihr seht es vielleicht aus dem Augenwinkel, all diese Unterschränke haben einen Boden. Das ist einfach, das hat keinen Boden. Alles. Hier ist einfach, das hat keinen Boden und da drin ist mein Metalllager. Weil es vielleicht auch nicht so clever. Ich gebe es ja zu. Geht noch. Also das hier sah vorher schon so aus. Das nicht. Oh Gott. Ja. Noch eine Feile gefunden. Jetzt zum Glück hier nur so ein paar Abschnitte. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, da sind auch so zwei, drei Reststücke C45 dabei, die ich eigentlich für so dünne Federn oder so benutze. Aber gut, das kriegt man auf jeden Fall neu. Dann wische ich nicht mal mehr ab. Vergiss es. So, das hier hingegen wird noch eigentlich ein sehr brauchbares, kleineres Schlossblech darstellen. Das lassen wir mal. So. Was haben wir noch hier bei mir in der Werkstatt? Hinten seht ihr es, mein Feilenfutteral. Da kommen die kleinen Feilen rein. So, dieses kleine Kästchen hier. Also hier muss ich mir bei Gelegenheit aber echt was Größeres zulegen. Das... Ich bezeichne es immer so als Kuschelkästchen. Hier ist so alles drin, was man so zwischendurch hat. Von Meißelchen über Beitelchen, über Feilenreste, über irgendwelche selbstgebauten Stanzen. Man hat es ja eigentlich bei jedem Projekt, dass man hier sowas hat. Oder sowas. Oder sowas. Das sind alles so Sachen, wo man irgendwann mal ein spezielles Werkzeug braucht. Oder ich brauche jetzt irgendwie eine kleine Punze mit einer halbmondförmigen irgendwas oder so. Die macht man sich, die braucht man auch nie irgendwann anders. Aber da kommen sie dann rein. Ah, hier ist mal der alte Nilpferdkopf. Weiß nicht, ob sich alle noch, na alle sicherlich nicht, aber ob sich der eine oder andere noch dran erinnert. Naja, aber für was anderes vielleicht nur benutzen. Rest hier, das hier sieht aus wie ein Restabschnitt Metall, aber tatsächlich benutze ich das hier immer, um irgendwelche um die Ecke gekippten Dingern, das vorne leicht schräg,
so reinzuschlagen. Müsste ich auch mal abfeilen, ist ziemlich scharfkantig. Werde ich wahrscheinlich dann abfeilen, wenn ich mir damit das erste Mal in die Finger schneide. Dann werde ich es wütend abfeilen und danach nicht mehr brauchen. Mein Durchschläger, der ist tatsächlich mit Bedacht gebaut. Also ich habe eine Zange drin verirrt. Keine Ahnung, was sie da macht. Oh, mein Nägel. Kleiner Dengelamboss, Steckamboss. Ein ganz komisch gebogener Nagel, den ich aber dauernd für Schlüssel benötige. So, dann viel zu wenig Ersatzfeilen. Da muss ich tatsächlich echt mal was dran tun. Da brauche ich echt mal neue. So, die kommen so lange aber erstmal hier rein. Ja, nochmal zwei Feilen. Die kommen in meine Feilenschublade. Also ich gebe zu, das ist nicht das Praktischste hier vorne mit den Schubladen hinter den Fächern. Vor allem, weil es Fächer sind, die man auch noch komplett aufmachen muss, damit man richtig drankommt. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, das habe ich wirklich für die Optik gemacht, weil das ist ja auch die Werkstatt, wo es ja noch so ein bisschen historisch zwischendurch sein soll. Ah, stimmt, ich hatte ja Gas nachgekauft, jetzt wo es hier steht. War hier nur reingekommen, denkt, ach du Scheiße. So. Bisschen WD-40. WD-40 ist kein optimales Öl für längere Dauer, weil davon bleibt einfach zu wenig. Das ist ja irgendwie, keine Ahnung, wie viel Prozent Öl mit irgendwelchen flüchtigen Bestandteilen. Ja, also zum dauerhaft Einölen eignet sich das definitiv nicht. Es ist aber eine schöne Sache, um mal irgendwie temporär an irgendwas dran zu gehen. So. Ich fahre hier nochmal dran. Steht hier, ah, der Dremel. Hier. So. Das sind alles Sachen, die stehen direkt bei mir auf dem Boot. Was haben wir hier noch? Ganz viele alte Bohrer. Ich bin tatsächlich, jeder kennt das bestimmt, in jeder Werkstatt gibt es immer so die Kiste mit alten Bohrern, die kein Schwein benötigt. Tatsächlich, ups. Die habe ich tatsächlich mir nochmal erhalten. Das sind so alte, Schlachtbohrer, Steinbohrer, also Schlachtbohrer. Also Steinbohrköpfe mit Bajonettverschluss, weil das sind halt Sachen, die braucht man echt wirklich dauernd. Und ja, da ist es auch ganz gut, dass man die so ein bisschen erhalten hat. So, das hier kommt in die aktuelle Projekteschublade, da sind noch ein paar Magnete. Hier ist zum Glück nichts gerostet. Das hier ist so. Ein Schatz. Nein, das hier wird das große Türschloss. Da ist wirklich so. Da hätte ich jetzt echt keine Lust, dass hier von irgendwie was dann dauernd rostet oder so. Das ist schon ganz gut, dass das hier etwas höher gelagert wird. So. Ein Stück Draht. Den benutze ich eigentlich immer und tatsächlich schon recht häufig mit noch mehr Draht. Benutze ich tatsächlich immer um, na wie heißt es, wenn ich irgendwie Schlüssel zusammensetze, dass man die Formen schon mal gut voneinander bringt. Das wird euch immer wieder vorkommen. Holz. Ah, noch zwei alte Flaschen, die standen tatsächlich noch von vorher da. Einmal ein alkoholfreier Apple Cider und der Rest einer Cola Zero. So. Es nimmt nämlich langsam Formen an. Ich hatte das hier damals, als es hier so klatscht, das war alles einmal ausgeräumt, um zu gucken, wie schlimm es hier unten drin ist. Wollen wir sagen, es geht. So, ein paar Schlösser. Na, oben kann ich sie nicht mehr hinstellen. Die packe ich erstmal. Ja, wo packe ich die denn hin? Die sollten erstmal aus dem Weg. Das ist hier so mein Sammelsurium oder Teile meines Sammelsuriums an Originalschlössern. Ich guck mal, ob nebenan noch Platz ist. Ja, ich packe sie erstmal nach nebenan ins Kämmerlein. Ja, da ist tatsächlich trocken, das ist schon mal gut.
Das hätte mich tatsächlich so ein bisschen, ja, das ist nur so ein Schlossblech von einem Renaissance-Schloss. Das packe ich tatsächlich hier nochmal in die aktuelle Projekte schon gerade, weil das restauriere ich gerade. Diese drei Gesellen aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert, da restauriere ich nichts dran. Die sind nämlich in gutem Zustand. Die brauchen nur bei Gelegenheit noch ein bisschen Liebe in Form eines Schlüssels. Liebe in Form eines Schlüssels, aber das muss jetzt nicht sein. So, Schlagbohrer. Auch der ist trocken geblieben, der stand wirklich hier nur auf dem Boden. Der stand deswegen auf dem Boden, weil ich damit in den letzten Tagen auch noch Gartenzaun gemacht hatte. Passt du hier senkrecht rein? Passt du nicht? Der denn vorher? Hast du den hier drin? Ich hatte den hier drin. Ich muss mal überlegen, wo ich die Sachen hatte. In letzter Zeit haben sich ein paar Werkzeugkoffer hier geändert. Tür hat sich verzogen. Klar, geht nicht mehr zu. Auch. Naja. Zieht sich wohl zurück. Da werden wir aber noch mal was dran machen. Hat sich auch verzogen. Gut, aber da habe ich schon ein Konzept, da kommen sowieso ja noch Türgriffe dran. Da schauen wir mal. So, dann wollen wir mal gucken. Immer alles, was nicht von mir, sondern von anderen ist, kommt da ganz oben immer. So, wo haben wir denn? So, da ist er wieder. Bedienungsanleitung noch gefunden. So, du na da. Die geht nämlich hier gleich immer mal alles abfegen, wenn wir schon dabei ist. Was haben wir noch liegen? Das ist für euch auch interessant. Irgend so eine uralte Schmiedezange, die war bei irgendeinem Konglomerat mal dabei. Ich kann es euch aber auswendig gar nicht sagen, bei was für einem. Das hier war mal ein Riegel aus einem Stück angefangen zu schmieden. Hier einfach so ein Stück Federstahl. Der ist mir zwar an der Stelle hier vorne eingerissen, wahrscheinlich zu kalt bearbeitet, aber ist nicht so schlimm. Aber den Stab können wir trotzdem noch gebrauchen. So. Bin jetzt hier leicht außerhalb des Bildes, aber ist euer Problem, nicht meins. So. Hier in der Ecke findet sich die Esse. Die Gasesse, die ich hier stehen habe. Da muss ich jetzt gar nicht so viel machen, da gehe ich nur mal eben einmal drüber fegen, weil die hier schon relativ stationär in der Esse steht. Die räume ich nur dann weg, wenn die Werkstatt historisch aussehen soll. Was in letzter Zeit, yay, Corona sei Dank, auch nie der Fall war. Ja, so, hier mal alle beiseite, so. Das ist doch schwerer als ich dachte, das Teil. Was ist das hier? Ein blockharter Pinsel, mit dem ich wahrscheinlich mal Leinöl benutzt habe und ihn nachher nicht sauber gemacht habe. Kleiner Tipp, Leinöl hält gut aus. Tatsächlich immer hier so eine Blechplatte liegen gehabt, wo sie sich draufgestützt hat. Mit einem kleinen Stück Schamottmörtel vorne drauf oder so eine Schamottmörtelfliese. Da kann man nämlich auch aus dem Ofen immer mal was rausholen. So, meine Lötfliese liegt immer daneben, die kann ich mir bei Bedarf immer da vorbeiholen.
dann wieder so ein typisches Beispiel für nichts hält länger als ein Provisorium. Irgendein Stück Restblech vorne gehakt, hat aus irgendwelchen Grund die perfekte Form, um Sachen von hinten aus der Schmiede rauszuziehen. Das weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht habe, genau wie das. Ich pack's mal zum Restmetall. Genau wie dieses Stückchen hier. So, der Handschuh gehört immer dazu, weil die Esse wird ziemlich warm. Und das ist immer ganz cool, wenn man mit dem Handschuh in der Hand nicht immer ganz da dran kommt. Das muss auch zum Material, das ist ein Stück Messing. Stange, das Wort sucht sich, Stange, das ist eine Stange. So. Die Zange daneben und das ist eigentlich schön, das ist eine meiner Lieblingsfeilen. Ich weiß noch nicht, warum die jetzt so rostig geht. Ah, stimmt, ja, die lag übrigens auf dem Boden. Genau, die gehe ich jetzt mal einfach mit WD-40 ein bisschen einsprühen, ich weiß, Fett auf Pfeile immer doof, aber besser als Rost auf Pfeile. Du kannst jetzt erstmal hier in Ruhe einwirken. WD-40 ist ja schon in gewissem Maße rostlösend. Heißt es, finde ich. Ja. So, Drahtbürste. Nicht die klassische Schmiede von oben, aber die war halt noch über. Die benutze ich einfach, um ein paar Sachen abzubürsten. Eine hochqualitative, überhaupt nicht kaputte und gar nicht teilereduzierte Fiskars Gartenschere, die habe ich mal geschliffen und nie zurückgebracht. So, die lege ich mal draußen vor die Tür. So, dann selbstverständlich, obligatorisch, Feuerlöscher. Ein bisschen staubig, aber soll aber gut aussehen. So, die stelle ich jetzt erstmal hier neben. Sollten wir jetzt vielleicht nicht beim Essenbetrieb direkt daneben stellen, ist auch irgendwie doof. Was haben wir hier noch? Das kann definitiv. Das riecht immer noch. Majolika-Vase von Anna Axtmann. Wer Majolika will, da sollt ihr sie herholen. Das war mal. Das riecht immer noch. Das ist anderthalb, zwei Jahre alter Lavendelstrauß, den ich immer mehr hingestellt und nicht mehr weggeräumt habe. Tja, nicht schlecht. So, Funk. Funkwecker oder Funkuhr besser gesagt, damit ich auch weiß, wie spät es ist. Man verliert ja doch gedanklich manchmal das Zeitgefühl. So, ja, Fenster ist gerade frei, da gehen wir auch noch einmal drüber gehen. Ein paar Spinnen haben sich hier eingenistet. Man erkennt es. Ich mag das. Also tatsächlich habe ich hier ein paar mehr Spinnen drin. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Das sind immer so Sachen, die sieht man im Sommer, wenn die Tür hier auf ist, dann so, du lebst noch, dann lasse ich dich da hängen. Ich lasse die immer gern leben, die Spinnen. Erstens, ich finde sie nicht wirklich ekelhaft und vor allen Dingen, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4 tote Wespen in Spinnennetzen eingesponnen und 2, 3 Motten, das waren jetzt in dem Fall irgendwelche Motten, aber naja. Als Reenactor hat man ja so ein etwas ambivalentes Verhältnis zu Motten jeglicher Art. Speisemotten mögen wir natürlich deutlich mehr als die anderen, aber muss ja nicht sein. So, das da ist noch Bastelzeug, da kommen wir mal anders zu. Ah, hier, Schlossblech in Herzchenform. Habe ich damals für dieses Kästchen hier gemacht, habe aber übersehen, dass das eigentlich unten noch so ein Zippel hat. Ja, habe ich einfach neu gemacht. Ist ja nicht weg, sowas. Irgendwo kommt einem nochmal was Herzchenförmiges vor. Das soll uns nicht hören.
So, ein uralt Tablet. Das liegt hier immer, hat immer keinen Strom und wird immer nicht benutzt. Aber es hat auch immer den Vorsatz, dass ich es bitte benutze. Das benutze ich einfach zwischendurch mal, wenn ich Livestream mache, entweder parallel zu gucken, wie es aussieht. Oder dass ich mal irgendwie eine Quelle hochlade, also für mich, nicht für euch. So. Und Deckelchen fürs Kästchen. So kleine Schiebekästchen, diese 15. Jahrhundert-Dinger. Das hatten wir damals. Allmählich klein, aber es soll aber eine größere kleine Kiste noch geben. Das hat mir der Kim Wieg Glasen mal gemacht. Stellen wir auch das mal hier beiseite. Reste Papier auf Kladde benutze ich immer zum Krickeln. Und ich habe es tatsächlich ganz gerne. Oh, warte. Ich habe es tatsächlich ganz gerne, wenn ich mir so ein paar von den Konstruktionszeichnungen, die ich entweder dauernd brauche, wie jetzt die Zeichnung von diesem großen Schloss bei mir für die Tür. Oder Sachen, die einfach als Zeichnung schön sind oder die einfach ein schönes Projekt waren. Entweder wenn es viele so Konstruktionssachen sind, dann kommt das bei mir in den Vorlagenordner. Oder, wie jetzt hier, dann kommt das einfach schön hier vorne an die Wand, an so einem Seilchen mit ein paar Haken. Ich weiß gar nicht, ob man das von euch aus sieht. Nee, überhaupt nicht. Da ist es. Da kommen ein paar Vorlagen einfach dran, weil es so schön ist. So. Weiter geht's mit der Aufräumerei. Also es ist jetzt hier keine seid barmherzig mit mir. Ich hatte Hochwasser Aufräumerei. Da habe ich anfangs schon erwähnt. Da gibt es doch einige Leute, die hat es da, ich will nicht sagen härter getroffen, die hat es überhaupt getroffen. Ich kann ja nicht davon reden, dass es mich hier getroffen hat. Mein Gott, hier ist ein Zentimeter Wasser in der Werkstatt drin. Also das wäre da wirklich jammern auf sehr hohem Niveau, wenn ich da jetzt maule. Nein, aber sauber machen muss ich, klar. Trocken machen muss ich auf jeden Fall auch. Weil ich komme hier schon rein, es riecht schon so ein bisschen ruffig. Das ist jetzt irgendwie, wie lange ist das jetzt her? Eine Woche, glaube ich, als es hier rein, oder als ich bemerkt habe, dass es hier reingelaufen ist. Und das ist halt schon so bäh. So. Genau, bei der Gelegenheit habe ich sowieso mal das obligatorische richtig aufräumen könntest du auch mal gemacht. So, was haben wir hier noch? Amboss auf Amboss. Das hier ist so ein ganz billiger Standard. Das ist 10 Kilo 20 Euro Amboss, den ich einfach dann nehme, wenn ich wirklich mal was mit halbwegs glatter Oberfläche und zum richtig schlichten brauche. Oder für wirklich scharfe Kanten oder für Feinarbeiten, die irgendwie was Feines gravieren oder so. Hier sind auch so ein paar Löcher reingebohrt, wie ich mir das Ding so zurecht gemacht habe. Hintergrund hinter den ganzen ist einfach der Amboss, wo der hier drauf steht. Der ist alt, also alt im Sinne von ja, es handelt sich um ein Original. Von wann kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau sagen. Die Form ist auch ziemlich frei zu benutzen, aber ich denke, das wird irgendwie so zwischen 16. und 19. Jahrhundert. Das ist jetzt eine ziemlich große Zeitangabe, aber aus der Zeit findet man immer diese Steckarmbürste in dieser Form. Tendenziell könnte es sein, also glaube ich, dass er eher ein bisschen was später ist. An der Seite ist eben so eine Stelle da. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob das eine richtige Schmiedemarke, Besitzmarke oder irgendwie nur ein komisch geformtes Löchlein ist, das weiß ich jetzt nicht. Deswegen glaube ich, dass es eher ein bisschen später ist. Keine Sorge, ich möchte jetzt hier nicht mit einem Stück Schmirgelpapier die Oberfläche erneuern. Ich wollte nur einmal schauen, wie das mit dem Rost aussieht, ob das jetzt wirklich richtig tief reingeht. Nee, geht es nicht. Das ist eher oberflächlich mit ein bisschen Schmodder. Das ist okay. Ein bisschen Öl drauf, sanften Film lassen. So. Und
dann kannst du wieder dahin, wo du herkommst, nämlich unten rein. Da, wo du schon feucht geworden bist, mein kleiner Freund. So. Schraubstock. Irgendwelche Schmiede-Ausprobierreste. Ah, guck an. Würde da sogar noch passen. Lege ich mal zurück. Bitte, bitte. Alles auf dem Boden, da muss ich eh sauber machen. Das ist so ein Lumpen, den kann ich nachher irgendwann abwaschen. Das ist Müll. Das ist ein Rest Zebra-Wich und weg. Müll. Blechabschnitte, tatsächlich, das sind wirklich so Abschnitte, die schmeißt sonst jeder weg. Selbst ein mir sehr lieb gewonnener Plattnermeister, der wirklich so alles aufbewahrt, was man noch gebrauchen könnte. Am Rest selbst der schmeißt sowas weg, aber da kann ich ein halbes Schloss rausbauen aus sowas. Ne? Aber das sind einfach andere Dimensionen, muss man sagen. So, den Block mal eben hier mit rein. So. Mein Schraubstock, das ist eigentlich ist so ein billiger oder ein günstiger Schraubstock. Auch von meinem Lieblingswerkzeughändler von deren Hausmarke. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe außer immer den Klischee alten Paddinghaus-Sachen, weiß ich gar nicht, was es so bei Schraubstöcken, was da so die Must-Have-Fancy-Schraubstöcke sind, die jeder, der was auf sich hält, haben muss. Ich muss kurz einmal Müll einmal hier suchen. Ich wollte es doch nicht alles auf den Boden schippen. Was ist denn hier drin? Ja, da kann ich es halt los. Tatsächlich weiß ich nicht, was so an den, was die richtig coolen Jungs an Schraubstöcken haben. Ich gehöre nicht dazu. Ich weiß auch nicht, ob da eine große Marke jetzt hintersteckt. Ist auch nicht bei allen immer. Aber letztendlich muss man sagen, das ist ein, für alle Metallhandwerker, die lachen jetzt wahrscheinlich wieder, hihi, Kinderschraubstock, hihi. Weil ich sagen muss, für mich reicht. Da muss man immer schauen, was ist der Bedarf. Und man muss ja einfach sagen, der Großteil der Sachen, den ich jetzt hier so mache, ist ja wirklich Kleinzeug. Dementsprechend habe ich eigentlich bis auf die wenigen zwei, drei Male bis jetzt noch nie das große Bedürfnis verspürt, einen deutlich größeren Schraubstock zu besitzen. Er tut seinen Zweck ab und zu, wie gesagt. Also manchmal hat man ja schon mal so Sachen, wo man sich so denkt, so, oh, jetzt hier irgendwie was im zweckentfremdeten Schraubstock noch einmal zurechtbiegen. Das würde es jetzt gerne machen. Und da ist der hier erstaunlich. Na, hier rein und weg sagen. Da ist der hier, muss man sagen, erstaunlich robust und formhaltend oder spurhaltend. Wobei ich auch noch einen etwas wackeligen älteren habe, den habe ich tatsächlich hier mit dem Haus mitgeerbt. Den ich demnächst anders montiere. Ich will hier so demnächst ein klein bisschen umbauen. Ja, denn jetzt wo die Fronten dran sind, da muss ich noch ein paar Sachen hier verkleiden, hier und hier inzwischen und so weiter, da soll tatsächlich der Schraubstock hier weg und wahrscheinlich nach hier hinkommen. Und ist der hier ist zwar das Fenster, aber da ist mehr Licht und der wird hier auch weiterhin provisorisch dran gemacht, aber hier soll tatsächlich, ich muss mal schauen, auf jeden Fall kommt hier noch der große Schraubstock hin, der große Löffelholzschraubstock soll hier noch hinkommen und dafür muss der aber natürlich erstmal fertig werden und erst wenn der fertig ist, kann er natürlich hier hin, aber dann werde ich es natürlich so ein bisschen umgebaut haben. Was haben wir noch hier? Zwei Porzellantassen. Die wollte ich eigentlich nochmal angebohrt haben. Muss ich auch nochmal machen. Weil die auf kleine Kupferpömpel kommen. Die kommen so als Insektentränken mit ein paar Kieseln und Wasser drin bei mir ins Beet. Da
Da waren sie auch mal, bis sie dann runtergefallen sind. Aber schön. Ja, Mr. Spinny, du darfst hier bleiben. Ich wollte nur einmal wegfegen. Du kannst gerne ein neues Netz hier bauen. 3, 4, 5 Wespen. So, ihr zwei, du lebst auch noch. Das heißt, dich fege ich nicht weg. So, du lebst noch, aber dich habe ich aus Versehen weggefegt. Aber du läufst gerade quietschfidel in eine Ritze. Da wirst du dich wohlfühlen. Ich bin mir ganz sicher, du wirst nochmal wieder zum Vorschein kommen. So, hier die kleine Wandnische. Da war eine Spinne drin, aber die ist sowas von tot. So. Direkt weg hier. Das hier ist nichts Zeigenswertes. Das sind Abschnitte, Pfeilspäne, noch mehr Abschnitte. Dreck, Müll, kaputtes Schmirgelpapier. Noch ein Stückchen Blech, was ich tatsächlich wieder gebrauchen werde. Außer zu den vielen kleinen Feinheiten, die ich hier noch machen werde, ist zwei Sachen. Einmal werde ich mir wahrscheinlich nochmal hier hinten in der Ecke werde ich mir nochmal eine verdeckte Steckdose reinziehen. Denn eine verdeckte Steckdose unter den Latten ist gar nicht mehr so schlecht hier. Weil wenn bei mir die Standbohrmaschine irgendwo steht, dann kommt die immer dahin. Also das wird da auf jeden Fall nochmal hinkommen. Und hier die Ränder zwischen Arbeitsplatte und Rand. Da wollte ich noch einen kleinen Fiddelstab oder irgendwie eine Leiste zumindest vorsetzen, weil dahinter sammelt sich doch immer ganz gerne der Dreck. Das steht aber nicht im Vordergrund. So, sieht schon viel ordentlicher aus. Es ist zwar immer noch kein Vergleich damals, als wir so ein kleines Mittelalteressen drin gemacht haben, mit der Hamburger Bumsbrigade. Das war so ein, ja, die heißen wirklich so, aber es geht aber um Feuerwaffen. Da hatten wir immer so ein kleines Essen gemacht und das war eigentlich ganz schön. Weil wir haben das hier alles dekoriert, im Stil allerdings um 1400. Tischdecken drauf, runter bis zum Boden, da war hier nämlich noch alles offen. Und da haben wir es uns hier echt gemütlich gemacht. Da kommt man nicht mehr, da war natürlich alles noch viel sauberer und so wegen der Tischdecken. Aber ich denke, die Fronten werden ja nicht riesig sauber bleiben, aber halbwegs ertragbar. Und noch was mal drüber wischen oder saugen. Das sind natürlich Stellen, da wird sich immer der Dreck sammeln. Da sehe ich jetzt schon beim Fegen vorne auf den vorgesetzten Latten und so. Aber gut, da steckst du nicht drin. Und das hier ist und bleibt eine Werkstatt. Hier geht es ja in erster Linie um historisch, nicht um Umbaubarkeit für Mittelalteressen. Aber das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Dass wir es demnächst nochmal machen und weniger Tücher zum Verhängen von modernen Zeugs brauchen. Was haben wir hier? Akku-Ladegerät für meinen Akkuschrauber. Da kommt mir tatsächlich Makita. Schwieriges Thema bei vielen Handwerkern, weiß ich. Die haben sich ja, so wie ich den Eindruck habe, das ist mein eigener Eindruck, aber habe ich auch so von anderen gehört, dass die auch den Eindruck haben, so ein bisschen auf dem Ruhm ausgeruht, jahrelang oder jahrzehntelang fast die einzigen zu sein, die anständige Lithium-Ionen-Akkus bauen konnten oder zumindest gebaut haben. Und ich weiß nicht, ob die sich da zu sehr drauf ausgeruht haben, aber letztendlich ist es so. Ich habe eine Bohrmaschine von Makita, die ist, ja, wie sage ich das jetzt? Ich will nicht sagen, der letzte Dreck, das klingt immer so hart, aber die ist qualitativ deutlich unter dem Akkuschrauber, den ich habe. Ich habe diese 100 Jahre Makita Jubiläumsedition in so einem schwarzen Koffer, die meine liebe Frau geschenkt hat. Und muss sagen, das Ding ist echt im harten Dauerbetrieb und ist immer noch qualitativ, außer 1000 Macken natürlich, wie am ersten Tag. So, das hier ist dieser zweite. Das zweite Kupferrohr für die beiden Tassen. Mal gucken, wo ich das hinlege. Wie gesagt, die sind qualitativ noch wie am ersten Tag. Das ist wirklich eine Freude, damit zu arbeiten. Ups. So, daran arbeite ich gerade, an dem Schloss und dem Schlüssel. Das kleine Blechlein packe ich mal erstmal hier oben zum Rotzeug rein. Das ist erstmal egal.
Das Buch hatte ich letztes Mal gebraucht. Das werde ich. Ein schönes Buch, kann ich euch nur empfehlen. Datierung und geschichtlich ist da drin so lala zwischendurch, aber schönes Buch, schöne Sammlung, tolle Sammlung. Der Mann hat auch ein paar schöne YouTube-Videos, wie er große Safes öffnet. Müll. Wie er große Safes öffnet, so vor allen Dingen so Spätrenaissance, Rokoko und natürlich frühe Neuzeit mit Deko. Schöne Sachen. So, einmal erste Hilfe. Jeder kennt es. Schatz, haben wir noch Pflaster? Nein, aber deine Finger kommen in dein Küchenhandtuch und wir fahren ins Krankenhaus. Da sind jetzt auch nur Pflaster drin. Messingblech, ja, das, dem wäre nichts passiert da, oder wenig passiert da unten drin. Ne? So, Holzreste machen wir noch für die Fronten. Ja, das ist, warte mal, das lege ich. Ich lege das alles hier vorne hin, das muss ich irgendwann anders wegräumen oder wegsortieren, sagen wir es so. Da unten kann ich jetzt auch gerade nichts rein tun, weil es nass ist, das ist doof. So, hier haben wir, oh ja, meine Champagnerkreide. Nur leicht feucht geworden. Okay. Wofür brauche ich Champagnerkreide? Für die Unmengen an Gesso und Gipsgrund, die ich hier mache, sicherlich nicht. Oh Mann, da muss ich aber irgendwie, wie hatte ich das denn zugehabt? Der Gummi drum oder ein Draht? Das ist gerade mehr. Nein, das war Teil unseres historischen Schleifprojekts, was wir gemacht haben. Wir hatten, ich weiß nicht, ich kann es vielleicht noch sehen, wir hatten ja mal so ausprobiert, wie das ausschaut, mit historischen Mitteln zu schleifen, also kleine Schleifklötzchen mit Leder drauf. Und das hat je nach Sorte des Schleifmaterials wirklich von bis, also von absolut bescheiden bis zu hervorragend funktioniert. Und ich denke, da sind wir noch nicht ganz am Ende von dem, was machend erreichbar ist. So, Blech stapel ich jetzt erstmal hier, da muss ich mal gucken, wie ich das da unten mache. Das hier auch. Und das hier auch. So, ihr zwei seid sowieso zu lang. Ich habe aber ein anderes Blechlager schon angefangen. Um die Ecke. Da steht auch ein bisschen Restholz. Das kann ich da später hinbringen. So, was haben wir hier noch? Ein bisschen Lederreste, die gehören auch zum Schleifzeugs. Tüte. Die gute Aldi Nord-Tüte. Entschuldigung. Ein bisschen staubig hier. Packe ich jetzt erstmal hier rein, das kann man dann halbwegs trocken weghängen. Gar nicht wissen, was das ist. Das war das Leder für die Schleifklötzchen. Ja, ein bisschen Ziegenleder, nicht sämisch oder nicht pflanzlich gegerbt, sondern einfach nur, ich sag mal, technisch vorhanden. Das nehmen wir zum Schleifen. Stellen wir uns auch mal einmal erstmal hier hin. Jetzt müssen wir einmal kurz gucken. Ich würde jetzt ganz gerne mal einmal die Kreide zumachen. Das ist jetzt so das Experiment. Mit etwas Glück tut sie noch. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie feucht die geworden ist. Ich hoffe nicht allzu sehr. Sonst gammelt sie jetzt halt da drin vor sich hin. Gut, ich meine, das ist ein Verlust, der wäre in Anführungszeichen noch verschmerzbar, wenn auch nicht toll. Aber das ginge noch. Diesen Tisch hier muss ich bei der Gelegenheit übrigens auch mal irgendwie beiseite packen. Hoffen wir, dass es hält. Oder ich sag mal so, hoffen wir, dass es noch gut ist. Wenn nicht, dann nicht.
das fällt mal in die gedankliche Kategorie Schleifzeug zum nachher irgendwo hinräumen, in Klammern irgendwo, wo nicht hier ist. So, Öl. Was haben wir noch hier? Mal gucken, ob man es von euch aus sehen kann. Nicht ganz. Dann stellen wir das hier mal um. Da seht ihr es ja hier unten nochmal. Au. Hier, da der Rand. Das ist halt alles das, wo es unten reingesogen ist. Aber gut, das kriegen wir hin. Bitte. Universalmörtel mit Trass steht noch hier, zusammen mit den Teilen für den Gartenzaun. Das nehme ich nachher mit raus. Mörtel kann ich schon beiseite stellen, den brauche ich jetzt erstmal nicht. Den Mörtel werde ich definitiv hingegen gebrauchen, sobald ich die Tür... Warte mal, ich zeige euch das mal. Da seht ihr das Handtuch vor der Tür. Also da ist halt die flachste Stelle, da läuft das rein. Da unten entlang und dann wupp, da hinten, da in der Mitte in die tiefste Stelle und da versackt es. Das ist Kacke. Das will ich jetzt nicht dauernd haben, wenn es von da rein regnet. Ich wollte unten die Tür 1,5-2 cm absägen. Hier vorne eine kleine Edelstahlschwelle reinsetzen. Und da sowieso der Boden hier, das ist ja so ein Betonboden, da sowieso noch entweder Fliesen oder zumindest ein Lehmstampfboden drauf kommen sollen, oder ein Boden, der aussieht wie Lehmstampf, und die Tür nach innen aufgeht, die ja auch noch irgendwas dran kriegen muss, also Holz, ne? Deswegen glaube ich, ist das eigentlich eine durchaus verschmerzbare Sache, wenn das dann dahin kommt. Also die Schwelle und die Tür abgesägt und so weiter. Gut, bitte. So, damit ist die Werkbank sauber. Jetzt Müll. Das stellen wir jetzt nach hier vorne hin. Da vorne ist alles nicht so wichtig. Also hier ein bisschen freiräumen. Beginne ich mit dem Amboss, letztens neu geschäftet. So. Ich stelle das hier vorne in die Ecke. Zwei Lumpen. Ich brauche einfach so eine Lumpenschublade. So. Dies ist eine. Das ist professionell. Das hier ist der alte Amboss-Fuß. USB-Platte, 4 Schrauben. Das hat gehalten. Mehrere Jahre lang. War nicht optimal, war so Kategorie, ich muss das mal ändern. Das hier war mal eine rechtwinklige Aluschiene, bevor sie völlig zermürbt wurde, als Ersatzklemmbacke für den Schraubstock, weil ich mir seit Jahren zu knauserig bin, Magnetklemmen. Ah, ihr wisst schon, diese Magnetklemmbacken da zu kaufen. Also eigentlich nicht zu knauserig, aber jedes Mal, wenn ich dran denke, bin ich nicht hier, sondern sitze im Haus am PC. Und denke mir so, welche Breite hatte ich dann nochmal? Das weiß ich ja gar nicht mehr. Und dann, läuft es jetzt runter? Dann hatte ich welche, die man aufschrauben konnte. Ist nämlich nichts zum Aufschrauben. So, jetzt messe ich es nochmal aus. 10 cm, ich wusste es doch. Jedes Mal denke ich mir so, du könntest mal Alubacken besorgen. Dann doch nicht. Und dann habe ich doch noch so ein Stück Winkeleisen oder Winkelalu. Genau, hier dieses Stonehenge für Fortgeschrittene hier vorne, das sind noch ein paar alte Ytong-Steine. Die hatte ich immer genommen, um hier vorne, um mich dagegen zu lehnen. Und diese Hölzchen hier vorne festzupressen, weil die kriegst nicht festgeklemmt. Außer du hast eben total die Profi-Klemmbacken. So, und aus dieser Ecke auf dem Boden zu guter Letzt. Diese formschöne Antistatik-Matte, die ich aber tatsächlich eigentlich nicht für Antistatik, sondern eher so als leicht hitzeresistente, wenn auch nicht hitzefeste und vor allen Dingen ansatzweise saubere Matte benutzt habe, wenn ich hier was an eine Werkstatt, eine Bank gemacht habe, was echt sauber bleiben sollte. Genau, da ist wieder so eine große Spinne.
Ja, du kletterst mal Richtung Fenster und baust mir da schön ein Netz hin. So ist brav. Genau. Genau, also bei den Matten, wenn ich jetzt hier im Profibereich, ey Leute, support me on Patreon, habe ich nicht. Schickt mir all euer Geld und schickt mir all eure Klemmbacken in 10 cm Breite. Zwinker, zwinker. Nein, das war ein Scherz. Nicht, dass jetzt hier jemand glaubt, soll mir das Zeug schicken. Das kann ich mir selber kaufen. Bin ja eigentlich auch nur zu klauselig, nicht zu arm dafür. Also, ich könnte sie mir ja kaufen, so ist es ja nicht, aber es steht dann jedes Mal die Faulheit im Wege. Aber jetzt habe ich sie zumindest mal 10 cm ausgemessen. So. Wir hatten eigentlich letztens hier für einen Poliertest. Hat übrigens nicht geklappt mit dem, was wir vorhatten. Ich stelle die mal eben beiseite. Gut. Und hier den Haufen, den lassen wir erstmal. Denn das sind alles Sachen, die erst unten reinkommen, aber dafür muss unten erst trocken sein und das machen wir was anders. Dann schauen wir mal. Wenn ich das so sehe, wäre Lehmstampf an der Stelle echt die blöde Wahl. Nichts geschafft, außer dass ihr mir beim Aufräumen zugeguckt habt und wir ein bisschen geschaut haben, was hier so in meiner Werkstatt alle rumfliegt. Überrascht mich selber meistens auch mal wieder. Aber muss ja auch mal sein und die nächsten Male werden wir immer mal wieder was Richtiges basteln. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was.